Hallo zusammen, heute geht es einmal um einen Salat, der auf keiner Grillparty fehlen sollte. Und zwar ist das bei mir der Chinakohl mit Mienudeln. Der ist so lecker, der ist auf jeder Feier als erstes weg und alle fragen nach dem Rezept. Wollt ihr wissen, wie er geht? Er hat ganz wenig Zutaten, ist super vorzubereiten und ich liebe ihn. Kommt mit, ich zeige es euch. So, das sind die Zutaten, die ich brauche. Ich brauche einmal Mienudeln, dann Mandeln, ein bisschen Brühe, ein bisschen Margarine, Zucker, Essig, Sojasauce, Öl, dann habe ich noch ein bisschen Sesam, Frühlingszwiebeln und natürlich den Chinakohl. Und jetzt zeige ich euch, wie man den super gut vorbereiten kann. Und wenn die Gäste kommen, schüttelt man alles zusammen. Und er ist so, so lecker. Meine Freundin sagt immer, friss dich dumm, heißt dieser Salat. Und dann fangen wir an mit der Soße, weil die muss ja noch abkühlen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt der Essig dazu. Drei Esslöffel. Dann kommt die Sojasauce dazu. Dunkle Sojasauce habe ich jetzt. Dann nehme ich zwei. Und jetzt noch das Öl. Olivenöl, Rapsöl. Eins. So, 12 Löffel oder eine Dreiviertel-Tasse. Also ich schreibe es euch einmal mit den Tassen auf und einmal mit den Esslöffeln. So, und das Ganze kommt jetzt auf den Herd und wird einmal aufgekocht. Ich habe es jetzt einmal aufgekocht, der Zucker hat sich gelöst. Und jetzt fülle ich das einfach in ein Glas oder in eine Flasche, was ihr habt. Und stellt es an die Seite. Das ist super haltbar. Einfach in den Kühlschrank stellen oder braucht ihr noch nicht mal in den Kühlschrank stellen. Einfach an die Seite stellen und wenn ihr den Salat machen möchtet, diese Woche, nächste Woche nochmal. Die Soße ist immer noch gut. Zumachen. So, jetzt geht es weiter mit der zweiten Zutat, die auch auf Vorrat vorbereitet wird. Und zwar die Mandeln mit den Mienudeln zusammen. Und natürlich dem Sesam. Jetzt geht es weiter mit den Nudeln. Und zwar mache ich die immer auf ein Handtuch. Und zwar eine Lage nehme ich mir hier raus. 250 Gramm sind das, also 125 brauche ich. Und zwar, das sind diese dünnen Mienudeln, ne? Die sind wichtig. Und die muss ich jetzt klein brechen. Ich mache mal erst die Hälfte. So. Einmal zudecken. Und ich mache das jetzt mit dem Nudelholz klein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in eine Plastiktüte tun, wenn ihr das nicht im Handtuch machen möchtet. Auf jeden Fall müssen die Nudeln klein werden. So sind sie klein genug. Und die kommen jetzt in eine Pfanne. Mach noch schnell die zweite Hälfte und dann geht's weiter. So. Und dazu gibt es einen Teelöffel Brühe einfach drauf. Und jetzt lassen wir es einfach ein bisschen anrösten. Es muss ein bisschen braun werden. Auch hier wieder aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Ich gebe auch einen kleinen Stich Margarine dazu oder Butter.
So, wie ihr seht, wird es jetzt ein bisschen braun. So, seht ihr? So soll es aussehen. Dann ist es richtig schön knackig. So, und jetzt geht es weiter mit den Mandeln. Auch die kommen da rein. Und auch die rösten wir ein bisschen an. Und dazu gebe ich dann noch die Sesamkörner. Ich nehme 2 Esslöffel voll. Wenn ihr keinen Sesam mögt, könnt ihr die auch weglassen. Ist jetzt nicht so tragisch. So, und auch die anrösten mit einem kleinen Stück Margarine oder Butter. So, auch da aufpassen, wie ihr seht, schon ein bisschen dunkel geworden. Und auch die schütte ich jetzt auf einen Teller zum Abkühlen. Die Soße ist fertig, der Crunch ist fertig und beides hält sich super über eine Woche. Könnt ihr einfach luftig verpacken und einfach an die Seite stellen. Und jetzt geht's weiter mit dem Salat und den Zwiebeln. Und auch dies kann man super gut vorbereiten. Ich mache da einfach jetzt die Blätter ab. Schneide hier ein bisschen diese dicken weißen Sachen raus. Das mag ich nicht so gerne. Lege ich an die Seite und schneide den einfach in Streifen. Und die kommen jetzt einfach in eine Schüssel. Das mache ich jetzt mit dem ganzen Chinakohl oder mit dem halben, je nachdem wie viele Gäste ihr habt. Und dann kommt da auch da ein Deckel drauf. Wenn ihr gleich einen ganzen machen möchtet, könnt ihr natürlich auch einfach den ganzen schneiden in dünne Scheiben und das Ende halt wegtun. Das ist auch fertig. Ich habe jetzt nur ein paar Blätter genommen, da ich nur für 2-3 Leute den Salat mache. Jetzt noch die Frühlingszwiebeln fertig machen. Einmal putzen und in Ringe schneiden. Auch das dunkle Grün darf damit dabei sein. Ein bisschen jedenfalls. So, für meine Größe habe ich jetzt 2 Zwiebeln da reingemacht. Wenn ihr keine Frühlingszwiebeln habt, geht das auch mit normalen Zwiebeln. Aber es ist schöner mit den Frühlingszwiebeln. Jetzt ist der Salat eigentlich fertig. Jetzt mache ich da auch einen Deckel drauf. Genauso wie auf das Glas. Und auch das werde ich hier in eine Dose füllen oder in eine Tüte. Und wenn es dann heute Abend losgeht und die Gäste kommen, dann mische ich alles ein bisschen zusammen. So, jetzt ist es fast soweit. Die Gäste kommen gleich. Jetzt würde ich hier 2 bis 3 Löffel von den Mandeln und von den Nudeln jeweils hier in den Salat reinmischen, einfach drüber geben. Und dann die Soße würde ich auch so 3 oder 4 Esslöffel nehmen, durchrühren. Deckel drauf machen, noch mal einmal schütteln, dann kommt die Soße überall hin und dann würde ich das auf den Tisch stellen. So, ich habe mir gerade mal schnell noch ein Schälchen gemacht, damit wir ein schönes Brot auch bekommen. Einmal die Soße durchschütteln. Und einfach drüber laufen lassen. Sagt im Großen halt, einfach in die Schüssel füllen, Schüssel noch mal schütteln. So, das ist jetzt mein Salat. Schön angerichtet, damit ihr seht, wie es aussieht. Und ich gehe jetzt nämlich raus zu meinen Gästen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet wieder rein, wenn es heißt, einfach und lecker mit Claudia.
Schnelle Rezepte, wenig Zutaten und immer lecker, oder?